Neue Folge Mayo im 100-Yen-Shop. Mayo, was suchst du? Was hast du gefunden da? Wo ist das? Donuts. Donuts! Eine Donutsform. Die sucht sie jetzt schon seit, ich glaube, über einem Jahr, kann das sein? Seit über einem Jahr und nirgendwo gab es die. Und jetzt endlich im Daiso, im 100-Yen-Shop, hat Mayo es gefunden. Außerdem kaufen wir das hier. Das ist für Ehomaki, ne? Für Setsubun, das ist das ursprüngliche Neujahr. Wir haben den Louis vergessen hier. Ich musste meine Jacke gerade ausziehen, damit Louis geschützt ist vor dem kalten Wetter. Dafür ist mir jetzt total kalt. So ist das. Ah, Mai im 100-Yen-Shop. So sieht es aus. Endlich, wir haben die Donuts-Dinger gefunden. Schaut euch das an, Mann. Alles 100 Yen hier. So gut, oder? Es gibt so viele 100-Yen-Shop, Leute. Ich würde euch auch gerne mal ein detailliertes Video über den 100-Yen-Shop machen, aber es gibt einfach zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen mache ich es einfach nie. Und wir machen immer diese kleinen Episoden hier, diese kleinen Folgen aus dem 100-Yen-Shop. Guck mal, da Kissen. Kissen gibt es auch, Leute. 100 Jahre Disney haben sie eine Sonderaktion sogar. Was hat Mayo da? Ein Messbecher. Wir haben zwei zu Hause. Oh, sogar einen, in dem man heißes Wasser reinmachen kann. Ist aber gut. Wir haben zwar zwei zu Hause, aber komm, einer geht noch. Warum? Wir haben noch zwei, oder nicht? Nee. Hä? Wie nee? Ah ja, ja, der ist unten ein bisschen kaputt, weil ich den in die Spülmaschine getan habe, was man eigentlich nicht darf. Wollte der Kevin sich wieder einfache Arbeit machen. Wenn dann schon den, der auch heiß Wasser kann, dann kann ich den nämlich in die Spülmaschine tun. Dann hält er das aus, hoffe ich doch. Mayo hat nun ein Tulpenglas gefunden. Möchte sie das auch noch mitnehmen? Wir wissen es nicht. Ich kann das nicht, dieser 100-Yen-Shop. Außerdem hier die Disney-Sonderedition im Teller. Mayo weiter auf der Suche, diesmal nach Backpapier. Letztes Mal hat sie die falsche Größe vom Backpapier gekauft. Deswegen suchen wir jetzt nach der richtigen Größe. Mayo auf der Suche nach neuen Produkten. Wird sie etwas weiteres finden? Das war's auch schon, Leute. Wir haben gerade bezahlt, so eine Self-Regie, aber also eine Selbstbedienerkasse. Aber die Frau guckt da mal ganz genau zu, deswegen konnte ich da nicht aufnehmen. Ja, das war's jetzt. Wir sind fertig und ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mayo im 100-Yen-Shop. Donuts!